Einen wunderschönen guten Abend. Ich meine natürlich guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Wir sind heute mal im Menü von Euro Truck Simulator. Gucken uns mal den Garagenmanager an. Beziehungsweise hier haben wir. Oh, da haben wir. In München haben wir nur zwei Mitarbeiter. Okay. In Köln haben wir sogar drei. Produktivität ist in München auch entsprechend niedrig. Das ist natürlich bedauerlich. Wir gucken uns mal den Fahrermanager an. In München, hier der Thomas, der macht nicht so richtig viel. Was ist denn da los? 840. Was ist denn mit dem Thomas? Thomas. Endlich mal. Was ist denn los, Thomas? Sind das hier zerbrechliche Fracht? Nee. Just-in-Time-Lieferung. Hier auf ausgeglichen, dann findest du vielleicht mal ein paar mehr Aufträge. Thomas, sind wir jetzt aber ein bisschen enttäuschend hier, ne? Wo ist er denn gerade? Aktuelle Fracht von Kosice? Ach, man weiß es gar nicht. Status steht. Naja. Ja, wollte ich mir mal angucken, was die alle so machen. Können wir hier noch was zurückzahlen? Ja, einen zahlen wir noch zurück. Go for it. Das war bescheuert. Ich wollte gar nichts zurückzahlen. Na gut, jetzt können wir jedenfalls 360.000 ausgeben. Da können wir natürlich überlegen, ob wir wirklich... Ach nee, wir können ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können ja schnell reisen, aber das geht ja gar nicht. Weil mein LKW ist so beschädigt, dass ich gar nicht schnell reisen kann. Ich muss jetzt erst zu einer Reparaturstation. Und dann. Aber warte mal, wo ist denn eine Reparaturstation? Vielleicht hier irgendwo. Aber wir haben wahrscheinlich nicht das Geld, um das reparieren zu lassen. Hier ist eine Reparaturstation. Okay, sehr gut. Zeit zu gehen. Oh, Zeit zu fahren. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wie viel Schaden haben wir denn? 17%. Naja. Das werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können. Das heißt, wir müssen entweder einen Kredit aufnehmen. Oder sagen wir mal, für die 11.000 so viel irgendwie reparieren lassen, wie geht. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es sei denn, wir haben bis dahin noch ein paar Unfälle gebaut. Das will ich jetzt mal gar nicht ausschließen. Was war denn das für ein Geräusch? Ah, aber jetzt fühlt sich das Fahren zumindest wieder ein bisschen freier an. Gar nicht so schlecht. Also, reparieren, schlafen, das sind jetzt die beiden ersten To-Dos. Tanken nicht unbedingt. Was ist denn mit dem hier los? Halten wir an oder was? So, von der Linkskurve einfach mal schön überholen. Oh, wir fahren 90. Achso, ja, Moment mal. Hier ist 80, alles gut. Jetzt ist hier aber gleich nicht mehr 80. Jetzt fahren wir wieder durch die Wohnsiedlung. Immer geradeaus. Ja. Als wäre jetzt hier plötzlich irgendwie 50, weil jetzt hier Kinder auf der Straße spielen. Während hier die ganzen LKWs durchbrettern, das ist auch unrealistisch as fuck. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir nehmen die alle. Naja. Hat. Irgendwas macht doch hier komische Zischgeräusche, oder nicht? Ich bin das am Kreisverkehr. Das ist mein erste Auto. Ausfahrt nehmen. Will mir sagen, mein Auto ist kaputt und deswegen?
Nimm diese Ausfahrt. Ja, machen wir. Wir haben uns mal wieder vor den Bus gedrängelt. Ja, das ist gemein, ich weiß, aber wer Busfahrer ist, hat nun mal sehr hohe Leidensfähigkeit. Wie gut, dass ich nicht so viel Ladung habe. Schaffen wir das noch oder ziehen wir jetzt einfach von dem? Ne, wir schaffen das nicht mehr. Rechts halten und dann rechts halten. Ja, okay. Rechts halten und dann rechts halten ist dann quasi hier so drauf halten, ne? Ach, komm schon. Bitte rechts halten. Halt doch nicht an. Wie die Schilder auch so hängen, dass man diese, also dass sie sich gegenseitig überdecken. Wie lustig ist das denn? Ah, der Corey hat nochmal 3000 reingeschafft. Das ist doch super. Dann Kreisel, dann bremst er nämlich wieder ab. Müssen wir auch, weil es ja 40 ist. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm Mann, diese Ausfahrt. Fahr halt mal. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nimm die Ausfahrt rechts. Nimm die Ausfahrt rechts, nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okay. Hier ist echt so Elefantenrennen gerade. Was ist denn das? Crazy Bullshit. Und wie die auch alle anhalten mitten auf der Fahrbahn. Also wirklich mal, es gibt gar keinen Grund, hier langsam zu fahren. Bitte rechts halten. Oh, Helga, die regen mich auf. Mach was, Helga. Nimm diese Ausfahrt. So. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, das ist auch echt. Motor, Fehlfunktion, umgehend Werkstatt aufsuchen. Der ist einfach rausgegangen. What the fuck? Bin er schon? Die Ausfahrt rechts? Schon auf dem Weg dorthin, aber einfach ausgehen auf rechts der Autobahn. Halten, ist jetzt aber dann auch keine Ausfahrt coole rechts nehmen. Ich muss mal niesen. Achtung. Nimm die Ausfahrt rechts. Gesundheit, danke. Danke. Links halten und dann links abbiegen. Cool, also so eine Motorfehlfunktion. Biege nach links ab. Hatte ich jetzt aber auch noch nicht. Biege nach links ab. Ja, wenn diese Folge vorbei ist, ne, da wird der Onkel vielleicht noch mal ganz gemütlich demnächst links abbiegen. Eine Runde Need for Speed fahren. Um mal meine Aggression ein bisschen mehr an die... Oh Gott. An den Mann oder an die Frau zu bringen. Biege nach links ab. Es ist vorbei. Bye. Ja, wie auch immer. So, jetzt bin ich mal gespannt. 17% Schaden. Eieiei, pass auf jetzt. Oh, nur 9000, das ist ja easy, ja. Bezahlen wir, gar kein Problem, weg damit. Cool. Das ist ja gar nichts. Können wir ja Trinkgeld geben.
So, und wir schlafen eine Runde. Dann ist wieder mitten in der Nacht. So. Gut, gut, gut. So, dann hätten wir das schon mal. Ja, und jetzt müssen wir uns ja einen Auftrag suchen. Ne? Wir sind jetzt hier in Salamanca. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Salamanca. Und ich würde ganz gerne natürlich in... Oh, guck mal hier, nach Madrid. Das sind immer so Riesendinger jetzt, ne? Oder hier nach Barcelona. Ne, nach Madrid ist cool. Ja, komm, das schaffen wir. Auftrag annehmen. Ist das schon wieder so eine Riesenfracht? Ja, ist das schon wieder so eine Riesenfracht? Ne, da will ich was anderes. Ja, so eine Riesenfracht will ich gerade nicht machen. Oh, und so weit will ich aber auch nicht fahren. Hier mal drin was Kleines vielleicht. Salamanca. Was? Salamanca nach Salamanca? Torpedohase spielt World of Warships. Geht nur noch 14 Tage. Was auch immer da schreibt. Die ignorieren das. Wieder zurück nach Sevilla? Nee, komm, wir nehmen mal Madrid. Madrid müssen wir sowieso so machen. Auf geht's. Auf geht's. So, kommen wir hier raus. Oh, 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 oh. Wendemanöver. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. So, jetzt ist ja wieder Nacht, ne? 2.30 Uhr. Wir werden uns jetzt hier einen schicken Auftrag anziehen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Aber wir verdienen gerade ordentlich Asche, ne? Biege nach rechts ab. Können natürlich wirklich mal überlegen, ob wir die Zeit jetzt noch nutzen wollen in der Folge und noch eine Garage einräumen. Also eine neue Garage eröffnen meine ich natürlich damit, ne? Ist ja klar. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und ich. Ich glaube, die bauen das so ein bisschen so eine Spaßautobahn. Oh, 60, dann halten wir uns vielleicht mal dran. So bergrunter auf die Autobahn fahren ist immer eine gute Idee. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Wunderbar. Ja, Madrid, bin ich mal gespannt drauf. War ich noch nie im wahren Leben. Aber ist sicherlich cool. Ich hoffe, dass hier im Spiel auch schön ist. Jetzt müssen wir wieder runterbremsen. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Mhm. Ah ja, der fährt bitte rechts raus. Halten. Jawohl. Die hier? Nimm diese Ausfahrt. Okay. Oh wow, was sind das hier jetzt hinten da links? Serpentinkurven kommen jetzt. Also ich finde dieses Straßensystem echt kurios. Die verschwenden halt super viel Platz irgendwie, oder? Bauen irgendwelche Auffahrten. Oh, guck mal, wie viel... Das ist ja wie ein Schienennetz quasi. Das ist ja furchtbar. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Gut, man könnte natürlich argumentieren, die haben halt... Diese Ausfahrt. Ja, die haben... nach rechts ab. Ja, ist das denn jetzt die Möglichkeit? Die haben halt auch viel Platz, ne? So könnte man ja argumentieren. Biege nach links ab. Aber trotzdem, also. Man kann auch einzelne Kapitäne kostenlos resetten, ja. Der Torpedohase muss sich mal beruhigen. Abbiegen. Ich
muss das mal ausschalten, dass man das hier im Game nach rechts ab sehen kann. Links halten und dann links abbiegen. Links halten und links abbiegen ist echt so eine Nummer hier. Ich muss hier erstmal durch. Biege nach links ab. So, hier irgendwo? Ja, da, ne? Biege nach rechts ab. So. Wir sind fertig. Ja, ich bin auch fertig. Wie ein Brötchen, so. Warum sind Brötchen eigentlich fertig? Wir nehmen das an. Es sind nur 7000, aber dafür... Zeit zu gehen. Das ist schon krass, dafür fahren wir 5 Stunden, ne? Moment, wer, what? Der da hinten ist das? Die sehen so ein bisschen aus wie Smarties. Naja. Fertig zum Losfahren. So, wir nehmen ein bisschen Schwung. Aber hier eh gerade keiner kommt, ne? Dann können wir einfach über die Fahrbahn ziehen, würde ich sagen. Das sieht doch so aus. Biege nach links ab. Bin ich. Schätzchen. Biege nach rechts ab. Nachts um 2 ist hier eh keiner auf der Autobahn. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich finde, der sollte schneller, stärker einlenken. Ich glaube, wir tanken in Madrid. Ich glaube, wir haben genug noch auf der Kante. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ey, da hat er kein Licht an? Ja. Ich weiß. La Polizia. Links abbiegen. Herr Officer, aber der da vorne hatte kein Licht an. Deswegen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr 2. Ausfahrt nehmen. 1. Nimm diese Ausfahrt. 2. Aber ein bisschen für die Schnellentschlossenen hier mit der Ausfahrt, ne? Am Kreisverkehr 2. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, aber wir haben die Fracht. Wir sind nur 4 Stunden unterwegs. Ich sag mal, das kann man auch locker schaffen. Wahrscheinlich wird es in der Folge nichts mehr, weil wir jetzt schon 20 Minuten unterwegs sind. Aber wir haben uns auch ein bisschen, ja, verfranst mit diesem blöden Reparaturdings, ne? Das hat uns halt ein bisschen Zeit und auch Geld gekostet. Ah, ja, jetzt komm, jetzt willst du wieder in den Kreisel reinfahren. Am Kreisverkehr 3. Ausfahrt nehmen. Ja, jetzt hält er wieder an. Bitte rechts halten. Ich versuche alles. Helga, ich versuche wirklich alles. Nimm diese Ausfahrt. So, dann lass mal laufen. Oh, warte mal, das ist einfach 3 Spuren hier, dann können wir wieder zurückfahren. Ist halt dunkel, ne? Man sieht halt nichts. Oh, ist auch mal schön. Guck mal hier, Skyline. Sieht man sonst nur aus dem Flughafen. Das ist jetzt nicht so schön, aber das ist schön. Sieht man sonst halt nur aus dem Flughafen, ne? Bitte links halten.
Ja, in wenigen Minuten ist die Folge zu Ende. Und ich sag mal so, da geht der Onkel ins Bett und spielt noch eine Runde auf dem Tablet Gems of War. Und da das heute die Freitagsfolge ist, werdet ihr die erste Folge von Gems of War auf meinem Kanal schon gesehen haben. Ich mache ein bisschen Werbung gerade dafür. Nicht für das Spiel, sondern für mein YouTube-Video natürlich. Und mir gefällt das sehr gut. Ich mag das tatsächlich. Es macht irgendwie Laune. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ist ein Handyspiel eigentlich, ne? So. Aber ich kann es synchronisieren mit meinem Tablet. Und dann kann ich abends halt ein bisschen daddeln, schön in Ruhe. Entspannt. Das finde ich gut. Und kann nebenbei halt auch noch Sachen für Achievements grinden. Das ist auch gut. Ich wünschte mir, dass man mit mehreren Spielen. Vielleicht sollte ich mir doch mal das Steam Deck kaufen. Dann kann ich abends dann noch schön tatsächlich im Bett ein bisschen zocken. Mal ein bisschen hier Shop Titans machen. Oder Idle Champions of the Forgotten Realm. Oder For the Forgotten Realm. Oder wie auch immer. Eigentlich wäre das mal gar nicht so eine schlechte Sache. Ich muss mir überlegen. Vielleicht schenke ich mir das zu Weihnachten. Keine Ahnung. So, du gehst noch durch und dann bauen wir den Loot. Wenn der mit seinem Milchlaster so langsam fährt. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr offline hier Euro Truck Simulator gespielt. Die letzten Sachen, also die letzten Folgen, es ist genau das, was ich auch wirklich gespielt habe tatsächlich. Also ohne, dass ich nochmal nebenbei abends ein bisschen gefahren bin. Aber es ist auch gerade so, ich bin wie ein Teenager oder wie eine Biene. Ich hüpfe von Blüte zu Blüte. Ne? Was ich alles schon für Spieleideen habe für diese Woche, gehabt habe, nicht umgesetzt habe, ist echt amazing. Vielleicht bringe ich da noch was von auf meinem YouTube-Kanal. Mal gucken. Zum Beispiel das leider sehr verkannte Planetary Annihilation. Das gibt es, glaube ich, auf Steam auch gar nicht mehr zu kaufen. Ich komme jedenfalls nicht mehr auf die Shop-Seite. Was interessant ist, weil, naja. Wollte eigentlich wissen, ob ich da das DLC habe. Da gab es noch Titans. Das war mal ein DLC, da konnte man besonders große Einheiten bauen. Das ist ein bisschen wie Supreme Commander früher. Nur auf einem Planeten, der dann irgendwie, also rund ist logischerweise. Das ist schon ganz krass ordentlich gewesen. Also es hat mir auch echt eine Menge Spaß gemacht. Bitte links halten. Ich bin links, ganz links. Guck mal, wir fahren hier in den Sonnenaufgang. Wie schön ist das denn? Bitte links halten. Jawohl, Chefin. Man kann sich hier schon fragen, wer die Hosen anhat, ne? Helga oder ich? Naja, Planet Zoo habe ich als nächste Spieleidee mal im Kopf gehabt. Habe ich auch irgendwie Bock drauf, nochmal so ein Zoo aufzubauen. Ja, und wenn ihr davon was sehen wollt, dann macht es am besten wie der Tor. Der schreibt nämlich einfach da in unserem Discord-Channel, mein Discord-Channel, also dem, wo ich halt quasi der Namensgeber für bin. Da schreibt er einfach rein, wünsche mir davon ein Let's Play oder ein angespielt oder vorgestellt oder wie auch immer. Ja, und ich mache das dann so halb. So, was haben wir jetzt hier für ein Problem? Bremst halt ab, du Affe, da links. Wir wissen, wie das endet, ne? Der zieht jetzt gleich hier rechts rein. Dann machen wir das eben so.
Ja, wie kommt ihr an den Discord-Channel? Einfach unten in die Videobeschreibung klicken. Da gibt es einmal den Link zum YouTube-Kanal, zum Twitch-Kanal und einen Link zum Discord. Könnt ihr gerne mitmachen, draufkommen. Ja. Da gibt es einen Kanal extra für YouTube und Twitch. Da ticker ich immer die aktuellen Abonnentenzahlen. Das ist so Twitter für Arme quasi. Oh no, oh no, 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 eine Mautstation. Jetzt bin ich mal gespannt. Fahrt mal alle rechts rüber. Ja, sehr gut. Oh wait, ich muss auch rechts rüber. Den Fehler machen wir nicht nochmal. Jetzt können wir gerade mal hier ein paar überholen, das ist doch nice. Das hat der vor uns auch sich gedacht, so gedacht. Der mit den Baumstämmen tanzt. Wir kommen jetzt hier nicht rein, ne? Doch, kommen wir. Ja, das war gemein, ich weiß, aber ey. Wer hat gesagt, dass ich ein friedlicher LKW-Fahrer bin? Hm? Niemand hat das gesagt. Sehr gut. Ihr fahrt alle ab. Ihr fahrt alle weg. Das ist super. Ja, ja, ja. Bitte links halten. Ja, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich sage mal so, das war's jetzt für heute. Die Folge ist jetzt zu Ende. Juhu, ihr habt's geschafft. Und die nächste Folge gibt's ja nächste Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt was Nettes in die Kommentare oder macht sonst irgendeinen Kram. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich fahre das jetzt noch hier für mich alleine zu Ende. Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt nicht weiter gucken. Ne? Brauchen wir jetzt nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.